die Operation an sich, vielleicht beschreiben Sie mal kurz, wie das war. Also die Operation ist 2 Tage nacheinander durchgeführt worden. Das heißt, ich bin, glaube ich, montags gekommen, dann ist das eine Auge gemacht worden. Dann bin ich nach Hause gegangen, das war abgeklebt. Dann musste ich erstmal viel schlafen und tropfen und war auch schon zu Hause, habe auch nichts machen können, weil man einfach so Druck auf dem Auge hatte. Und am nächsten Morgen war dann schon direkt eine Kontrolluntersuchung. Das wurde abgenommen, dieser Verband. Und dann konnte ich mit dem Auge schon relativ gut sehen. Und dann ist halt direkt im Anschluss das zweite Auge gemacht worden. Das gleiche halt nochmal am zweiten Tag. Und am dritten Tag sind beide weg gewesen, beide Verbände, und dann konnte ich schon sehen. Dann muss man auch ein bisschen ruhig machen die Zeit danach, also nicht schwer heben, nicht überanstrengen und so weiter. Und dann nach insgesamt 4 Wochen ist man dann wieder einsatzfähig für alle Aktivitäten.